Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Mario Kart Super Circuit. Wir hatten im letzten Part ja bereits perfekt alles läuft. Ich muss Paranoia, es gibt meine Aufnahme, es läuft. Wir hatten im letzten Part ja aus jeden Fall 500 CCM gemacht. Haben gesagt, wir machen einen random Charakter. Wir machen es auch diesmal. Schauen wir mal, wer es wird. Prinzessin Peach, schön. Ja, wir hatten das letzte Mal erfolgreich mit Rang E, also mehr oder weniger erfolgreich, den Lightning Cup, Blitz Cup gemacht. Und weiter kommt der Star Cup. Mit Snowland, Ribbon Road, Yoshi's Desert und Bowser's Castle 3. Wieso gibt's da drei Bowser's Castle? Das ist verfolgungsandauernd. Ich hab ein bisschen Schiss, vor allem pixel-3-mäßig, was sie für Strecken auf einen zukommen. Also ich hab wirklich Angst. Ich bin auch mies übermüdet. Es ist gerade 0:31 Uhr, wo es diese Aufnahme macht. Das ist für meine Verhältnisse halt schon wirklich hart spät. Aber es hilft nichts. Was muss, das muss. Ach du Scheiße. Ist es das? Ach du Scheiße. Ich nehme alles zurück. Das ist die allerschlimmste von allen, weil hier ist einfach putzig. Und das ist halt unspielbar. Heilige. Ich fängt es ja wirklich gleich mal an. Sind auch noch Löcher, in die man reinfallen kann. Macht die ganze Sache halt nicht gerade einfacher. Oh Gott. Also das ist wirklich die Indefinition von schlimm. Ach du Heilige. Was ist denn das hier? Also, nee. Also, ich kann es so oft genug sagen. Dieses Mario Kart ist das Schlimmste, was es gibt, und so sind wir es in jedem Part, gibt es eine neue Haarstrecke dann. Aber, ja, nee, ich weiß nicht mal, früher, klar, das Game war cool, aber heutzutage, was will man damit noch? Also, man sieht halt gar nichts, es ist nicht wild. Dann macht man doch lieber, finde ich, das SNES, weil das halt Kultstatus, insofern es das erste Mario Kart war, das ein Multiplayer hat und, es hat der Super Circuit Disc. Weil es ja für den Gameboy konzipiert wurde und das ist eine Singleplayer-Konsole und es gab bei damals noch kein Online. Will heißen, ja, das war halt einfach nur für eine Person selbst gedacht. Ich hätte das nicht erst so sein können. Wäre es jetzt richtig schön als erster ins Ziel gekommen, alles gut. So. Erstmal holen wir uns aber die ganzen Coins. Sehr schön. So, um das einfach irgendwie das hinzubekommen, ohne komplett zu verrecken. Das wäre natürlich Premium, aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Geh weg. Das ist jetzt meine Banane schon gesetzt. War es so ein bisschen ungünstig. Aber ob ich noch erster werde, ich weiß nicht, aber es weiter ist ja auch immer mal etwas. Oder Seite besser gesagt, und darauf läuft es hinaus. Und das ist für die Strecke, ja. Es ist übel, ist gar nicht mal so schlecht. Also, das haben wir gut gemacht, das in for sure. So, also nehmen wir das mal so, wie es ist und haken jetzt einfach mal so ab die erste Runde. So, was haben wir als nächstes? Ribbon Road, okay, also. Schauen wir mal, was das wird. Ist immer cool mit den Geschenken. Weil im Hintergrund sind da so Geschenke und sowas. Und ich glaube, die Marke ist. Oh Gott. Hat mich an die Navi, wie heißt denn die eine Strecke auf der Wii U, wo man aus so ein Zimmer fährt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat die dementsprechende Vibes. Oh Gott, und die ist ja selbst recht harmlos, aber lang. Das sollte ich einmal umdrehen, die wäre vorbei, aber die ist relativ lang, das ist crazy. Ja, was man hier mal gerade noch nicht kann, ihr habt es ja gesehen, ach scheiße. Also man konnte noch nicht sein eigenes Gefährt, also ein eigenes Kart zusammenstellen, man kann halt wieder nur so ein Charakter wählen und das war's. Boah, die ist ja ganz lang. Das war halt wirklich jetzt erst die erste von dreien. Ich dachte, wir wären schon bei der zweiten, aber nein, wir sind auch bei der ersten. Man kann auch keine Items bunkern, also tatsächlich das, was wir natürlich von der Switch kennen. Oder auch Newson. Oder 3DS. GameCube, glaube ich, war sogar auch so. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, dass man einfach seine Items dahinter klemmt, indem man die Item-Taste gedrückt hält. Dann hat man mal eine Banane als Schutz, das gab es ja damals auch alles noch nicht. Heilige
Makrele, was ist das hier nur? Sind immer noch längst nicht andersweise in der Nähe von der nächsten Runde. Geht auch weg von dem Gesenk, du dumme Nusch. So. Ja, also ganz, ganz dumm hier. Das kann man nicht anders sagen. Das ganze Let's Play. Ich bin so froh, wenn das mal dabei ist. Ja. Ist es ja bald. Das ist so der vorletzte Part. Sehr schöne, weil ich mich ja mal Kart Let's Play wirklich nur auf die Strecken. Ist jetzt sehr konzentriert, vor allem bei so einem alten Mario Kart, weil alles andere kann man vergessen. Geht darum, dass ihr einen Einblick von dem Game bekommt und von den Strecken, die drin sind, und das habt ihr ja so zum Glück. Das ist ja ganz nett. Aber dann brauchst du halt irgendwie doch nicht länger spielen, als es unbedingt sein muss. Aus Gründen. So, aha! Dritter, schade. Wer ist noch 1 Sekunden länger gegangen, hat die anderen beiden auch noch geholt und wäre halt Erster geworden. Oder Zweiter zumindest. Aber das ist schon auch gerade noch so okay, I would say. Gerade noch so. Was nicht heißt, dass es gut ist. So, da würde ich vorschlagen, geht's mal rein in die vorletzte Runde. Nämlich die Yoshi. Wüste Yoshi Desert. Die kennen wir natürlich noch, oder zumindest eine Desert kennen wir ja noch von der Wii U und Switch. Ich weiß nicht, ob es die sein soll oder ob es das andere ist. Weiß ja nicht, ob das Yoshi's Desert ist. Kann aber durchaus schon sein, dass dem so wäre. Aber hier erkennt man, dass da wirklich nicht, wo Sand ist und wo es einfach nicht mehr weitergeht. Das ist halt schon hart ätzend. Anders kann man es selbst nicht sagen. Ach komm. Ja, ich bin eher erstaunt, dass das verhältnismäßig reibungslos klappt. Ja, ich bin Vierte die ganze Zeit, aber ich bin auch S überwindet. Also. Das ist schon Wahnsinn. Eigentlich müsste Yoshi jetzt seinen Vorteil haben, einfach der Beste sein. Ich hab halt immer, dass es da so lang geht. Ja komm! Da ist man einfach gleich tot, wenn man da reinfällt. Das ist ja gefühlt, das ist ja. Oh Gott, ganz, ganz schlimm. Na, oh, nein, wieso stimmt's denn wieder? Soll denn der. Ja, natürlich! Trifft auch nochmal mein eigener Panzer. Hüsch. Natürlich, das ist ja. Malja, jetzt geht's doch weg, Geringverdiener hier. Will das Erste werden. Gibt da oben mal hier Frauenpower eine Chance. So. Und adios. Jetzt haben wir den Affen vor mir. Der nervt mich auch gewaltig. So. Schön, dass ich kein Eidbox falle immer wieder rein. Mann, das ist so schlimm. Ah, nicht mal dem so rechts weit nach vorne gesickt. Das war alles. Gar nicht mal so eine dumme Sache. Nein. Und sind wieder rein. Hey! Nein, ich weiß nicht mehr, noch Fünfter. Ich bin so einer lapidaren Sache. Das darf nicht passieren! Nein, nein, nein! Oh nein, ey! Das ist so schlimm, man wird gerade Fünfter, dann muss man das einfach nochmal machen. Das ist eh das schlimmste Mario Kart, das man einfach aushaltet. Aber ich war halt so kurz davor einfach. Oh. Nö, es nervt mich jetzt, ehrlich. Es ist wie so. Danke, Yoshi, ey. Das ist doch so schlimm. Weil ich finde das so unnötig, da überhaupt noch eine Runde extra spielen zu müssen. Und ich werde das dann die nächste extra spielen. Müssen das nur, weil ich es einfach so richtig dumm spiele. Man sieht halt wirklich zum Teil nicht, wo es lang geht. Es ist halt so schlimm. Nein, 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 nein. Ich habe einfach damit die Bande getroffen. Das war so dumm. Ah, so. Es ist schlimm.
Das kann ich euch auf jeden Fall mal sagen. Ach, gar keinen Bock überhaupt, ist dieses Mario Kart zu spielen, aber es muss. Weil ich an Let's Play, was ist angefangen, ob dieses auch fertig machen müsst. Das andere fällt ist ein bisschen sehr blöde. Am Ende des Tages. So. Jetzt immer diese eine Stelle, die ist immer hardcore verkackt, wenn es hier. Ja. Ja! Das auch. Nicht Bahn gehen. Hä? Beim Blitz, hab noch nie in diesem Mario Kart einen Blitz gesehen, lol. Weil er hat dann auch nur mich getroffen, wollte ich so sagen. Hilfe, getroffen. Das fand ich sehr interessant. So ist es deutsch, ist eine Sache, das funktioniert nicht immer. Ich drifte mich hier andauernd. Das ist so wahnsinnig schlimm. Danke, dass du mich da reingesickt hast, Donkey Kong. So, ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen anstrengen, damit es nicht wieder so eskaliert wie vorhin. Und es geht wieder genauso. Aber wenigstens. Ich bin Vierter, aber es ist okay. Es ist okay. Weil Vierter ist nicht Fünfter. Aber eigentlich ist es nicht okay, weil es reißt halt erst nichts. Es kommt zumindest noch durch und bestehen. Sehr viel gewinnt. Aber in dem Fall ist das wirklich so. Vier gewinnt. Alles andere ist schlecht, aber das ist eigentlich so eine harte Quote. Das ist die Hälfte einfach verreckt, aber vier gewinnt. Und so ist es wirklich. Aber Fun Fact, eigentlich müsste es von 18 immer weniger werden, ne? Nur so in der Theorie. Weil die anderen müssten auch verreckt sein, ne? Weil ich bin ja verreckt, wenn ich weiterkomme. Das ist mal sehr interessant. So. Das könnte dann wirklich nochmal so eine Boss-Gegner-Endgegner-Strecke werden, weil die, ja, könnte ein bisschen scheiße werden. Nett ausgedrückt, ach du. Holy moly. Ja, natürlich ist da gerade ins brennende. Brennenden Schitter rein. Dann ist man natürlich gleich weg. Aber wenigstens ist die nicht so lang und man kann sonst nicht sehr viel runterfallen. Sagte, ist in viel exakten Moment runter. Braucht ein bisschen Karma dafür und ich strecke mir dann auch alle länger, aber so ein Eindruck. 7.8. Scheiße. Ganz schlimm. Hä? Verstehe nicht, wieso immer, wenn man die rammt, dann auf einmal einfach komplett stirbt dabei. Links habe ich es jetzt mal durchgeschafft. Eine gute Sache hatte es dementsprechend. So. Muss mich einfach nur ein bisschen konzentrieren, dann klappt es auch. Weil hier irgendwas so erkennen, das ist ganz schlimm. Deswegen halte ich einfach jetzt auch eher meine Fresse, weil ich jetzt ungern Bock habe, diese blöden Level. Und man erkennt halt hier auch nicht, wo da irgendwas ist. Also dieses Wellengitter, Digga. Wellengitter ist ja wirklich das Schlimmste in diesem Mario Kart, was es gibt. Also mit Abstand. So. Ich bin sogar ganz schlecht von dem Gewackel auf den blöden Wellengitter hier. Ey. So. Jetzt die Möglichkeit nicht in so einem Feuerdings rein und halt auch nicht komplett verrecken. Das wäre super, aber das habe ich irgendwie geschafft. Wie auch immer ich das geschafft habe. Das war auch ganz sauber. Nach dem dritten Mal kennt man es direkt einigermaßen und weiß dann schon, halt was runtergeht. Ungefähr weiß man dann auch tatsächlich, wo die Strecken lang gehen. Scheiße. Was eigentlich so kurz vor dem Ziel wäre, jetzt nicht mehr erst und irgendwie überholt. Boah, hab ich Glück gehabt, ey. Wir haben es geschafft, hab ich erster zu werden. Es ist Wahnsinn. Also man muss es auch nicht alles verstehen, weil das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, aber sei es drum. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr optimale Ergebnisse sehen wollt, aber ihr seht es jetzt einfach hier. Ja. Mit dem Ergebnis, liebe Leute, sag ich das jetzt auch jedenfalls mal. Danke schön fürs Zusehen von dem Part. Wir sehen uns wieder am nächsten Part. Ich bin, hat nicht mal doch als dritte, immerhin bin ich auf den Siegerpodest drauf.
besser als nix. Also, im nächsten Part wird hoffentlich wieder besser, was sein ist. Nächstes Mal macht's gut, bis zum nächsten Part. Und ciao!